bin gerade auf dem Weg von Belfort nach Nancy, mache die erste Pause, bin hier auf einem kleinen abgelegenen Waldstück. Heute der Plan ist, auch direkt zur Wand zu fahren, allerdings fühle ich mich heute nicht wirklich fit genug, damit ich auch malen kann. Deshalb werde ich mir erstmal den Spot wirklich mal gemütlich ansehen, überlegen, was ich malen könnte und dann erst wahrscheinlich morgen oder übermorgen malen. Ich habe noch, weiß nicht, so starke Kopfschmerzen. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn ich malen würde. Also ausrasten und dann geht's gleich weiter. Habe auch noch ein Stück altes Brot. Immer wichtig. Schauen, ob wo grüne Stellen sind. Wenn nicht, dann ist es noch gut. Also ich bin gerade eben angekommen und gehe das erste Mal über den Spot. Es ist eine stillgelegte Eisenbahnlinie. Riesengroßes Areal. Sehr cool schaut es aus. Beziehungsweise halt so cool, dass ich schon gern gleich malen möchte. Und ich denke, das werde ich auch machen. Egal, wenn ich jetzt nicht so fit bin, aber das kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Das ist so cool hier. Kurzer Zwischenstand, ich komme sehr gut voran, hatte schon ein paar lustige Begegnungen mit, ich würde jetzt mal sagen, so Gemeindearbeitern oder Stadtarbeitern, die hier ein bisschen aufgeräumt haben. Da habe ich wieder mal meine Französisch-Skills ausgepackt, vom Allerfeinsten, gut, dass das nicht auf Kamera ist. Aber mit dem Werk selber, es kommen schon ein bisschen die dreidimensionalen Elemente raus. Bekommt also schon ein bisschen Plastizität und ich bin bisher ganz zufrieden. Die Oberfläche ist zeitweise sehr schwierig, also besonders im Gesicht, durch diese Wellenform, aber ja, im Allgemeinen sieht es ganz gut aus, gerade von der Weite. Und ja, bin soweit zufrieden, bin gespannt, wie es wird. Eliante pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing. Pull like Jim, waves on swim, and a rock tins with a tap. Butterfly doors on the Tesla, ice spin shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Jetzt hat mich gerade der Regen erwischt. Alles schnurstracks eingepackt ins Auto geworfen, damit es nicht nass wird. Ich wäre fast fertig gewesen. Ich hoffe, dass heute noch aufhört zu regnen, beziehungsweise ein bisschen die Sonne rauskommt. Es ist ein wenig dunkel. Aber ja, eigentlich habe ich es trotzdem gut erwischt, die ganze Tournee, weil es ist eigentlich auch das erste Mal, dass ich wirklich in den Regen direkt komme, außer in Ljubljana. Da war es am Anfang regnerisch, aber zumindest hat es mich dann nicht eingeregnet. Und ja, jetzt ist halt mal soweit. Jetzt regnet es wirklich. Uiuiui, wie ihr vielleicht hören könnt, ich muss ein bisschen lauter reden, weil der Regen draußen ist so stark, beziehungsweise gewittert es. Ich bezweifle ein wenig, dass das heute noch besser wird. Schönen guten Morgen. Der Regen ist zum Glück verzogen. Ich bin wieder hier. Ich wurde ja auch immer wieder nach einer Roomtour von meinem Autohotel gefragt.
Heute ist es endlich soweit. Ich führe euch mal ein wenig durch, was ich alles so mit habe und wie das alles funktioniert. Allerdings muss ich sagen, ich bin jetzt auch schon am Ende der Tournee. Es wäre ein bisschen besser gewesen, das am Anfang zu machen, aber jetzt schon zu spät, weil ich habe natürlich schon viel Proviant verloren, weil alles, was ich nicht mehr brauche, beziehungsweise was leer ist, schmeiße ich natürlich raus. Aber man bekommt, glaube ich, trotzdem noch einen guten Einblick. Wir fangen mal hinten an. Und zwar habe ich hier einen Hitzeblock darüber gelegt, wegen den Spraydosen, damit sie nicht zu heiß werden. Und dann haben wir hier schon meine Küche, guter Gaskocher. Müllsäcke braucht man auch immer. Und im unteren Bereich habe ich hier quasi eine Ladefläche eingezogen. Hier habe ich eine Solarpaneele, mein Bett und die Leiter. Das kann ich ganz problemlos einfach rausziehen. Bett baue ich nachher mal auf, damit ihr das sehen könnt. Dann natürlich ganz wichtig, Campingstuhl. Weiter geht's oben. Hier, die in dem Metallkasten sind jeweils überall Spraydosen drin. Anfangs waren alle drei noch rammelvoll. Jetzt beschränkt es sich nur mehr auf, ich könnte das zusammenlegen auf eine Kiste. Aber in der Mitte hier sind Utensilien wie Caps, Maske, Handschuhe und so weiter. Dann habe ich hier auch noch mein Zelt mit. Ein Malerstab. Die Fassadenfarben sind hier auch hinten alle drinnen. Hatte ich am Anfang 5 Eimer mit, jetzt sind es nur mehr 2. Dann kommt man mit zur Seite. Hier geht der Spaß weiter. Das ist ein sehr cooles Tool. Das kann man übers Fenster drüber ziehen. Es funktioniert wie ein Mückenschutz. Ganz leicht, einfach drüber gezogen, schnell. Kann man zumachen. Und kann man während der Nacht die Fenster aufmachen, damit man ein bisschen einen Durchzug hat, beziehungsweise dass die Mücken auch nicht reinkommen. Hier unten, hier ist meine Akkubox drinnen. Da habe ich nicht eine Steckdose und kann alles Mögliche aufladen. Hier sieht man schon die erste Kiste mit Spraydosen, sieht so aus. Hier sind einfach alle reingestapelt. Kann ich zumachen. Ist luftdicht verschlossen, damit die Dämpfe nicht rauskommen. Und falls ich bremse, nicht alles irgendwo hinfliegt. Auf der anderen Seite im Lager oder beziehungsweise im Atelier hinten geht es auch noch weiter. Hier ist mein Wasserkanister 5 Liter mit quasi technischem Wasser für Hände waschen, Sachen putzen und so weiter. Mein Trinkwasservorrat. Oben bei den Kisten ist hier anders. Hier sind keine Farben. Hier sind zum einen meine Küchenutensilien wie Töpfe, Besteck und so weiter. Beziehungsweise ist es meine Vorratskammer. Hier habe ich auch meine Dosen, die ich zum Essen mit habe. Und mein Arbeitsgewand ist hier auch drinnen. In der unteren Kiste sind alle Elektrogeräte. Hier eine Kiste mit vielen Kabeln, beziehungsweise, ja, ist einfach die Elektrokiste unten. Jetzt gehen wir aber vor ins Wohnzimmer. Hier, willkommen im Wohnzimmer. Habe ich einerseits einen Müllsack. Hier ist, das ist eigentlich mein Lebensrucksack. Hier ist Wechselgewand drin, mein Zahnputzzeug, Sonnencreme, Handyladekabel, alles was man eigentlich so fürs tägliche Leben braucht. Meine Malerkappe und vorne in der Kiste, hier habe ich nochmal so einen Sonnenschutz für die Windschutzscheibe vorne. Und in dieser Kiste sieht auch Warnschutzweste, Kabel, ja, Utensilien für die Kamera,
Diesen Bereich kann ich eben umfunktionieren zu einem Schlafplatz. Hier drinnen habe ich dann noch Schlafsack und Polster. Das ist eigentlich schon alles, was ich benötige. Mehr habe ich nicht mit. So, jetzt zeige ich euch noch schnell den Bettaufbau. Als erstes kommt mal der Steher hier rein. Auf diesen wird dann die Platte raufgelegt. So, dann hole ich mir die Platte von hinten und kann die hier reinfädeln. Die Platte wird hier mittels dieser Schraubzwinge festgemacht. Und so hält das Ganze schon. Dasselbe passiert natürlich auf der anderen Seite genau gleich, damit es stabil ist. Beziehungsweise habe ich einen zweiten Steher, den habe ich jetzt hinten im Kofferraum, den ich hier auf dem Sitz nochmal als zusätzliche Unterstützung anbringen kann. Ansonsten ist das schon das ganze Bett. Größer wird es nicht. Es liegt noch auf der Mittelkonsole auf und vorne der Schandhebel, Lenkrad ist alles ausgeschnitten, sodass ich so viel Platz wie möglich habe. An dieser Stelle auch mal danke an Tanja für die großzügige Spende der Yoga-Matte. Ohne diese Matte wäre es wahrscheinlich noch unerträglicher. Aber ja, für einen Ernstfall funktioniert es recht gut. Aber ich sag mal, ein normales Bett ist schon bequemer. Herzlich willkommen aus Nancy in Frankreich. Mein 9. Tourneestopp, kurz vor der Zielgeraden. Es war nämlich eine abgelegene alte Bahntrasse. Rundherum alte Bahngebäude, die verlassenen Gleise. Das hatte ein bisschen so einen Bronx-Charme, was ich extrem cool fand. Der Untergrund der Bahn war sehr schwierig, weil es sehr stark gewellt war. Da konnte ich eher schwieriger ins Detail gehen, weil eben der Abstand von Wand und Dose immer variiert hat und man keine ganz geraden Linien springen konnte. Nancy selbst war jetzt wirklich eine sehr schöne französische Stadt, viel schöner als Belfort. Der Grand Place war unglaublich, ich weiß nicht, ob das alles alte kaisertümliche Gebäude waren, aber auf jeden Fall waren es sehr schöne Gebäude. Es gab natürlich auch wieder die klassischen schönen Gässchen, viele Kaffeehäuser, Blumenläden. Jetzt brauche ich aber auf jeden Fall mal ein paar Tage Pause, weil mir die Schulter schon so schmerzt und ich mich auf das Monsterprojekt in Deutschland vorbereiten muss. Was euch hier erwartet, übertrifft nochmal alle anderen Wände, die ich bisher gesprüht habe. Ja, könnt euch auf was Großartiges freuen. Ich bin selber auch schon sehr gehypt, schon seit Beginn der Tournee freue ich mich auf diese Wand. Es wird die einzige Konzeptwand sein, für die ich wirklich mich weit im Vorhinein vorbereiten musste, beziehungsweise Entwürfe machen musste. Und ja, das wird hoffentlich nochmal ein großes Highlight zum Abschluss werden. Ich danke euch auf jeden Fall wieder fürs Mitdabeisein, fürs Zusehen. Hinterlasst mir mal gerne einen Kommentar, wie euch die Episode gefallen hat. Und ja, like das Video. Wir sehen uns in Mainz in Deutschland. Bis bald.